Der Minirock war eine der großen Errungenschaften westlicher Zivilisation, wie der Bikini auch. Wir damals im Osten haben aus Knete Bonbons gemacht. Wir haben nur FKK gemacht. Wir haben zum Teil auch FKK gemacht, wo es gar kein FKK gab. Da gab es ja überhaupt keine Berührungsängste. Aber spätestens als wir dann im Wasser waren, da waren wir alle gleich. Da wollte man wieder feminin sein. Man wollte weg von der Trümmerfrau, die nur grau und schwarz getragen hat. Und diese Lust war im Osten und Westen die gleiche. Also wenn man am Sonntag spazieren ging oder ins Café, wenn es eins gab, dann setzte man schon mal so ein schnuckeliges Hütchen auf. Das war ja nun im Osten und Westen gleich. Ja, ja. Wenn es hier auch manchmal an den Materialien etwas gehapert hat, da war eben der Erfinderreichtum gefragt. Ja. Oh, klasse. Ja, wunderbar. Super. Der Minirock war eine der großen Errungenschaften westlicher Zivilisation, wie der Bikini auch, ja. Und wer ist in der Pubertät und ist nicht dankbar für die Erfindung des Minirocks? Ich hatte meiner Schwester damals auf der Modeschule so ein Mini-Kleidchen genäht und das wurde ja richtig von der Kanzel verteufelt, weil, als wenn es der Untergang der Kultur wäre. Wie ich den ersten angezogen habe, hat meine Mutter die Augen verdreht und hat gefragt, wie alt ich wäre und ob ich darüber nachdenken würde, dass ich zwei Kinder hätte. Und da konnte man nicht mal mit dem Minirock rumlaufen. Die Mädchen, die haben sich nicht hindern lassen. Ja. Und auf der Straße war so ein bisschen Spießrutenlauf. Ja, natürlich, ja, ja, die Omis haben besonders geschimpft. Ich weiß noch, ich habe 62 Abitur gemacht und wurde also des Öfteren in der Schule sogar nach Hause geschickt zum Umziehen, weil ich immer so verrückte Sachen anhatte. Lange Ketten bis zum Boden oder schwarze Kleidung, also schwarze Strümpfe durften wir nicht tragen und Mini. Also mehrere Male ging ich dann schlendernd nach Hause, war Sommer, wunderschön, hatte keine Schule, weil ich einfach mal umziehen will. Die Sibylle war nicht überall erhältlich und war eine ganz niveauvolle, prägende Zeitung. Hervorragende Fotografen haben dort agiert. Also ich muss sagen, das war die Zeitschrift in der DDR. Ich habe die Sibylle mir gerne angeguckt. Ich fand auch die Models immer so schön und so. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Das klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das war eine Zeit lang irgendwie selbstverständlich, dass an den Kiosken Zeitungen hingen und wo ich auf dem Titelbild war. Das ist mir erst später bewusst geworden, dass es doch eigentlich ganz toll war und dass es eine Auszeichnung war.
gab zum Beispiel in der Sibylle einen Schrank, der nannte sich Giftschrank. Und da gab es eben die Westmodezeitungen, Vogue und Elle und so weiter. Und wir durften uns damit beschäftigen, damit wir überhaupt mitkriegen, was ist jetzt so aktuell, welche Auffassung hat man, um jetzt einfach das so zu spüren. Je nach Konzept hatten sich die Mädchen dann zu präsentieren, die Kleidung zu zeigen. Und das passierte dann in einer Art, die von seitens der Chefredaktion als zu manieriert angesehen wurde, als zu westlich in der Ausstrahlung. Das muss man sich mal vorstellen. Die Mädchen mussten nochmal antreten, der Fototermin neu organisiert werden. Die mussten sich dann einfacher, vielleicht etwas rustikaler hinstellen. Und das war natürlich ganz fürchterlich. Ich habe getobt, aber man war ja dem ausgeliefert. Aber selbstverständlich, gerade am Ende meiner Modeschuhzeit habe ich mir Jeans, weil ich ja nun auch selbst sehr gut nähen konnte, mit solchen Schlägen genäht, die dann über und über mit Blümchen bestickt wurden. Sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die es als Albtraum empfand, dass ich so aufgebrezelt dann aus dem Haus gehen wollte. Und die hat oft aus dem Fenster geguckt nach dem Motto, guckt niemand von den Nachbarn, jetzt kannst du rausgehen. So I put on my jeans and I feel all right, I put my own jeans on. Ich glaube sogar einen Song über Jeans. I put on my jeans and I feel all right, I put my blue jeans on, I put my old blue jeans on. Ich erinnere mich schon stark an stonewashed Karottenjeans und dass mir die mal gefallen haben. Britta, ein Mädchen, ach, war die süß in ihrer stonewashed Karottenjeans. Horror, ich das heute sehe. Weil da gab es ja teilweise dann die Hose im Westpaket oder Verwandte haben sie mitgebracht und die hatten nicht immer so das richtige Händchen. Also sie waren manchmal doch ein bisschen zu groß und da musste man was tun. Also das ist mir nicht fremd, mit der Jeans in die Badewanne zu steigen und dann da mal eine Stunde auszuhauen. Hat aber nicht immer geholfen. Die hatten alle abstruse Namen und sahen auch furchtbar aus. Also das Material war einfach schrecklich. Und klar warst du dann der absolute King, wenn du Levi's auf dem Arsch hattest oder Wrangler oder so. Das war natürlich dann schon eine harte Nummer. Oder eine Jeansjacke dazu. Dann warst du der King. Absolut. Auf der Jagd nach einer gut aussehenden und gut sitzenden Jeans kann man manchmal schon K.O. gehen. Du hast dir doch gerade die Jeans angeguckt. Wie gefallen sie dir denn? Nicht gut. Warum nicht? Halt, warum nicht? Was soll denn das hier? Ich habe keine Jeanshosen. Die Ostjeans habe ich deswegen nicht getragen, weil man das sofort erkannt hat, dass das Ostjeans war. Und das war einfach schlechte Qualität. Obwohl diese Kataloge auch nur sehr gezielt verteilt worden sind, lagen da schon bei der ersten regulären Auslieferung Zettel dabei, welche Waren alle nicht mehr bestellbar sind. Die Artikel hatten alle Namen und in dem Katalog Frühling-Sommer 1973, das sollte der sogenannte Weltfestspielkatalog sein, weil 1973 in Berlin ja die Weltfestspiele war und die Weltoffenheit glaubten die Macher des Katalogs damit zu erfreuen, dass sie den Artikeln Namen aus dem Westen gab. So gab es einen Hosenanzug Heino oder eine Rundbundhose Köln. Als man das dann auf höchster Ebene mitbekam, wurde dieser Katalog eingezogen und zum Teil wurden über die Westnamen mit der Hand andere Namen geschrieben. So konnte es vorkommen, dass der Hosenanzug Köln dann hieß Hosenanzug Leuna, den natürlich mit Leuna niemand gekauft hat.
these boots are gonna walk all over you. Wir haben alle ausgesehen wie John Collins. Mit den breiten Schultern beim Eishockey. Wir hatten solche Locken, also ich zum Beispiel. Man war geschminkt, Wahnsinn. Die Mode war schauderhaft. Aber wir haben es geliebt und ja, wir haben auch viel Geld ausgegeben dafür, weil man wollte immer den anderen toppen, das ist doch vollkommen klar. Ich war die Erste, die Maxi anhat, ich war die Erste, die Mini anhat, ich war die Erste, die die Shorts anhatte und bunte Bläser und die modernsten Frisuren. Und ich habe meine Mutter terrorisiert, wenn ich nicht den teuersten, schicksten Bläser kriegte. Ich habe aus Lederresten kurze Westen genäht, solche Western-Geschichten. Ich habe Hotpants aus Lederresten genäht. Da haben mir in Rumänien die Männer reihenweise in den Hintern gekniffen. Wir haben auch viel selber genäht und improvisiert. Zum Beispiel aus Bettlaken. Ein Bettlaken eingefärbt und dann Karottenhosen genäht und so. Salzkartoffeln kann ich mich noch immer sehr gut dran erinnern, mit schöner dicker Soße und Fleisch. Also wir haben eigentlich auch jeden Tag Fleisch am Tisch gehabt. Das war nicht ganz so üblich, aber bei uns war das so. Fleisch gab es einmal in der Woche, Fisch gab es meistens einmal in der Woche. Es gab Kartoffelpuffer in ziemlichen Mengen, Spinat, also relativ glanzlose Gerichte. Es war alles andere als entwickelte Küche. Das waren die ersten Küchen, die man aufnahm, waren eigentlich die italienischen. Das war gleichzeitig einfache, bäuerische Küche. Es hatte immer etwas von Fremde, von etwas, das nicht Hausmannskost war. Also das Highlight für mich und meinen Bruder war natürlich, wenn unsere Eltern uns am Samstag mal zum Griechen ausgeführt haben, wo mein Bruder und ich uns dann Dorfteller bestellt haben, wo dann irgendwie Gyros drauf war und Pommes und ein paar Zwiebelringe. Im Prinzip war die Versorgung katastrophal, kann man sagen. Es gab viel zu wenig gesunde Nahrungsmittel beispielsweise. Und jetzt lag es daran, dass man als Gastwirt an der Schnittstelle war, in der Mangelwirtschaft zwischen Mangelware und Geld. Ich bin der letzte Kunde. Der Vormittag war damit beschäftigt, sich darum zu kümmern, an Ware reinzukommen, zu besorgen. Dann muss man halt gucken, wenn man Spargel haben möchte, wo gibt es denn Spargel? Im Laden gab es keinen Spargel, beim Großhandel gab es auch keinen Spargel. Aber es gab ja Gegenden, wo Spargel angebaut wird. Und da sind wir eben hingefahren und da haben wir uns mit Leuten bekannt gemacht. Und relativ schnell ging das dann, dass ich zweimal im Jahr in die Letzlinger Heide gefahren bin, hatte ich 10.000 Ostmark in der Tasche. Und habe dort bei den Leuten Spargel aufgekauft. Ja. So dass ich sagen konnte, bei mir gibt es immer Spargel in der Gaststätte. Und das haben die Gäste honoriert. Das kam vor, dass Gulasch aus war oder Steak aus war. Das war man zu DDR-Zeiten gewöhnt, dass nicht mehr alles immer vorrätig war, was auf der Karte stand. Dann stand auf der Speisekarte gefüllte Schinkenröllchen mit Meerrettich. Und da war kein Meerrettich da. Und da hat man mir vorgeschlagen, ich solle Weißkraut ganz fein hacken und mit Mayonnaise oder Schlagsahne mischen. Das würde ähnlich schmecken. Habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ich weiß, dass wir einmal im Osten im Restaurant waren. Ein riesiger Laden, fast leer, mit ziemlich viel Personal, ganz fiesem Licht und es gab Hühnersuppe und dann wollte meine Mutter ein Ei drin haben, dann gab es aber irgendwie kein Ei
Und ja, Pommes, wo mein Bruder noch sagt, die schmecken aber anders als bei uns. Ich sage, ich gebe dir keine Fritten. Wir gucken dann, du kannst Bratkartoffeln haben hier, sag ich, wieso gibt es keine Fritten? Kennen wir nicht hier, ne? Bei uns gibt es nur Kartoffeln, Klöße und Soße, ne? Das Essen in der DDR ist mir erst gar nicht aufgefallen. Erst als meine Tochter sagt, die essen ja hier komisch, ist mir aufgefallen, dass es dasselbe Essen ist, was es bei meiner Mutter in den 50er Jahren gab. Typische Ostgerichte, das war zum Beispiel Roulade, Gulasch, Beefsteak. Beefsteak, Wiener Schnitzel, Soljanka. Immer Bockwurst, Karlsbader Schnitte, strammer Max, Steak au four, also ein Steak mit Würzfleisch und Käse überbacken. Neptun zum Beispiel in Warnemünde, in dem Hotel, in der Eisbar, war ja im Sommer immer voll. Und dann sind wir einfach durchmarschiert und sagen, ja, da hinten ist schon also reserviert oder da hinten ist mein Mann oder der wurde schon freigehalten, war gar nicht. Und dann haben wir aber immer Platz gefunden. Es hat meistens geklappt. Weiß nicht, Frechheit siegt vielleicht, ja. Ja, wir mussten ja, wenn wir reinkamen, war ich dazu gewöhnt hier in Köln. Ich gehe rein, suche mir den Tisch aus hier und da pfeift mich dann ein Kellner zurück hier und sagt hier, hallo, wo sind Sie? Bleiben Sie mal da vorne stehen an der Linie. Sie wünschen, ja, wir hätten gerne was zu essen. Ja, wir weisen Sie ein. Ich sage, wie ist der dann drauf? Tja, die sagt, Norbert, halt den Mund. Man musste seine Tische nicht besetzen, man konnte etwas ruhiger die Sache angehen und hat trotzdem ganz viel Geld verdient. Ja. Man muss wissen, ein Kellner hat in der DDR, wenn er einigermaßen gut und trotzdem freundlich war, schon so viel verdient wie ein Kombinatsdirektor oder wie ein Minister. Ich zitiere jetzt mal Monika Maron, die hat ja mal gesagt, die DDR, das war die Diktatur der Kellner und Verkäuferinnen. Wenn man als DDR-Bürger in bestimmte Lokale gegangen ist, haben die Kellner sich dort wie die kleinen Herrscher aufgeführt. Das war eigentlich die Regel, dass die Gäste sich auch über die Unfreundlichkeit des Personals fast nie beschwert haben. Die meisten waren froh, überhaupt irgendwo in Platz zu kommen. Weil wenn du in den Gemüseladen gegangen bist, da sind dir schon mal die Augen rausgefallen, weil da waren Rotkohl und Weißkohl und ein paar Kartoffeln und mehr war da oft nicht. Als Kind weiß ich, dass meine Mutter ständig am Rudern war, 2 Stunden beim Fleischerstand hat und jeder wurde immer zu Einkaufen geschickt. Also man war einen halben Tag mit Einkaufen beschäftigt. Also wenn sich zwei getroffen haben, so auch, na, wie geht's? Oder gesagt, in der HU, keine Verwandten. Beim Konsum keine Bekannten, aus dem Westen, kein Baguette, nur weißt du, wie man es geht. Es war immer ein großes Ereignis, wenn ein Paket kam, vor allen Dingen in der Weihnachtszeit. Die Oma und die Tanten haben uns Pakete geschickt, wir haben es dann meistens gemeinsam geöffnet und schon von außen hat das anders gerochen, als was man kannte. Das war dieser Geruch von Kaffee und Apfelsine und Waschpulver, vielleicht so eine Mischung. Da saßen wir alle drum, wurde das Paket aufgemacht, wenn alle zusammen saßen am Tisch und dann wurde das Paket geöffnet und ja, das war dann für uns ein Highlight. Das ist schon, sag ich mal, fast zum Synonym geworden, aufreißen wie ein Westpaket. Das Westpaket wurde also ganz sorgfältig geöffnet, weil selbst das Westpapier zusammengefaltet wurde. Das Einbackpapier aus dem Westen, das konnte man ja noch ein paar Mal verwenden. Dann wurde das alles ordentlich auf dem Tisch zelebriert und dann noch lange den ganzen Abend angeguckt. Wir haben dann ja die Ostpakete auch bekommen mit Räuchermännchen, endlosen Topflappen. Ich weiß nicht, wie viele Schlafanzüge dabei war von meinen Tanten und Cousinen und unglaublich viele selbstgestrickte Socken. Also die kamen dann in der WG-Zeit schön als Hippiesocken wieder super an, aber
Ich glaube, meine Tante hat echt gedacht, es gibt keine Socken im Westen. Die hat uns so liebevoll versorgt. Ravioli, eine italienische Spezialität. Eierteigtaschen mit Pastetenfüllung in Tomatensauce. Maggi-Eier-Ravioli. Diese Ravioli, meine erste Erfahrung überhaupt mit Italienisch, war das Italienisch schon? Ravioli in Tomatensauce aus der Dose. Lecker. Maggi-Eier-Ravioli. Köstlich wie in Italien. Also an Fertigprodukte kann ich mich auch noch erinnern, gerade weil meine Mutter gearbeitet hat und es schnell gehen musste. Und klar gab es auch mal Ravioli aus der Dose oder Miracoli, diese Nudeln mit dieser Fertigsoße. Mein Vater fand es immer ganz schrecklich, aber wir Kinder haben das natürlich geliebt. Man hat maßlos Miracoli gekocht. Man hat Spaghetti in jeder Form gekocht. Miracoli, toll. Es schmeckt abscheulich eigentlich, aber damals hat man es gerne gegessen. Es ist wirklich abscheulich. Vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Es wurde jetzt erstmals möglich, auch für eine breitere Bevölkerung in Urlaub zu fahren. Das hat zum einen damit zu tun, dass die Mittel da sind durch diese Vervielfachung der Einkommen. Das andere ist, dass auch mehr Freizeit existiert. Ein Bundesurlaubsgesetz wird 1963 erlassen, das 24 Tage Urlaub im Jahr vorsieht. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Man musste Urlaub in Italien gemacht haben. Italien war das Traumland der Deutschen. Und deswegen mein erster Auslandsurlaub mit dem Käfer ging natürlich nach Italien. Es war erstmal die Garantie, dass man gutes Wetter hatte, dass die Sonne war, nicht? Und so, dass man dann. Und das war einfach mal ins Ausland zu fahren und Italien, das war einfach so, das war in. In 1963 hatte ich mir einen Käfer gekauft und bin das erste Mal mit meinen Freunden nach Italien in Urlaub gefahren. Am Gardasee waren wir damals. Da habe ich auch ein schönes Foto von, wo wir kurz vor der italienischen Grenze in einer langen Schlange standen. Damals gab es die Brenner-Autobahn noch nicht. Das war eine ganz schöne Fahrerei immer, aber man hat es in Kauf genommen. Der hatte ja vorne den Kofferraum. Wenn der dann vollgepackt war, da war meistens das Zelt drin und dann wurde natürlich jede Ecke ausgenutzt. Und hinten wurde, wo die Füße sind, das wurde alles hochgebaut und dann war das immer so, dass das dann eine Ebene war, wo die Kinder dann liegen konnten und schlafen konnten. Und mein Sohn sagt immer, wenn ich daran denke, unangeschnallt, dann da hinten drin, Anschnallpflicht und sowas gab es dann noch nicht. Ne? Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein, doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein. Kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina, die warten schon lang auf sie, zwei kleine Italiener. Ich fand das damals extrem exotisch, wenn jemand nach Italien durfte. Nee, wir sind immer an die Nordsee, aber nichts mit Ausland im Urlaub, schön braun wäre. Meine Mutter wollte das immer, aber das haben wir nie gemacht. Als wir damals nach Italien gefahren sind, war das eigentlich immer ganz toll. Erstens, weil es Spaß gemacht hat und zweitens, weil meine Schwestern alle italienischen Machos so an sich gezogen haben. Sie waren blond und so putzig anzusehen. Und ich war halt einfach groß und dunkel und bin ganz schnell ziemlich braun geworden. Also ich war einfach ein Typ Mädchen, den die selber hatten. Ich habe das so geliebt, an die Ostsee zu fahren. Das war wie eine Weltreise. Also man hatte immer das Gefühl, dass man sonst wo weit weggefahren ist. Weil man war irgendwie gefühlt immer mindestens einen ganzen Tag mit dieser Bahn unterwegs, bis man an der Ostsee war. Urlaub grundsätzlich an unserer Ostsee. Und zwar von links nach rechts. Also von Boltenhagen bis Usedom haben wir alle Bäder durchgenommen. Und viel gezeltet.
war Camper. Das hatte aber auch was, war nicht nur der Wunsch der Vater, das Gedanken, sondern es hing einfach mit den Möglichkeiten zusammen. Wir sind eigentlich jedes Jahr zelten gefahren und das hatte auch viel Freude gemacht. Die Zeltplätze waren sehr schlicht und sehr einfach. Ich habe mir seitdem mein ganzes Leben lang, und das ist nicht nur verkehrt, angewöhnt, kalt zu duschen, weil das kam durchs Campen, weil es gab sowieso nichts anderes. Dann nimmt man auch mal eine Strapaze auf sich. Also 4 Wochen Regen an der Ostsee zum Beispiel, ja. Aber in der Zeit hat meine Freundin ins Schachspielen gelernt. Das war nie umsonst. Na klar, wir haben nur FKK gemacht. Also wir haben zum Teil auch FKK gemacht, wo es gar kein FKK gab. Weil es ein Stück Freiheit war. Auf der anderen Seite hatten wir ja nicht die Freiheit zu reisen, aber man hatte die Freiheit, sich ohne Kleidung zu bewegen. Und das war vielleicht so ein Ventil. Ich habe mir 1989 meine erste Badehose gekauft, als die Wessis kamen. Ja. Ich habe es einmal mitgemacht, aber habe mich da ganz weit weggelegt. Ich will meinem Körper niemand zumuten, möchte auch nicht, dass andere mich mit ihrem Körper belästigen. Das geht mir heute noch auf den Keks, wenn die Leute so wie die Heringe nebeneinander liegen, drehst dich um und plötzlich hast du da irgendwie so ein Ding vor der Nase. Irgendwie muss ich das nicht rund um die Uhr haben. Richtig Sommer. Nein, FKK war auch nicht das Ding. Ich weiß das noch, meine Mutter hat immer genäht, so Frottee-Umkleidekabinen. Kennst du das noch? Die oben zu sind, eigentlich so ein bisschen wie dieser Kragen auch. Und dann haben die sich die immer so übergelegt in so einem knalligen Orange oder so einem Prielblumenmuster und dann darunter immer umgezogen. Eigentlich ziemlich verklemmt, ja. Also bei uns in der WG nackend rumzulaufen war gar kein Problem. Aber außerhalb des Hauses, am Strand oder so, das war überhaupt nicht unser Ding. Ganz ehrlich, ist das auch irgendwie nicht mein Konzept vom geilen Urlaub, wenn ich da irgendwie permanent die Genitalien von irgendjemandem im Gesicht habe. BRD, DDR und FKK. Das war 1975, da sind wir geflogen mit Pauschalreise, also alles inklusive, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil da gab es dann von morgens bis abends Essen und Trinken und das ganze Programm mit Animation und am Pool gab es dann Spiele, das war für mich natürlich aufregend als 12-Jähriger. Umgerechnet würde ich sagen, hat das 150 Euro gekostet für Mutter und Sohn, 2 Wochen all inklusiv mit Flug. Das ganze Programm, also das willst du heutzutage gar nicht mehr kriegen. Diese Massentourismusurlaube habe ich selber nicht gemacht, aber ich gucke nicht herunter darauf, weil ich finde, der hat ja vielen Menschen ermöglicht, überhaupt Urlaube in eine ganz andere Region, in ein ganz anderes Klima zu fahren. Pauschalreisen wurden nicht gemacht. Das hatte bei mir in der Familie eher so einen negativen Touch, weil man das Gefühl hatte, dass man da in einer Gruppe mit Leuten abhing, die man eigentlich gar nicht so um sich haben wollte. Bestellung ging dann an die Zweigstelle und von der Zweigstelle in die Bezirksstelle. Und dort wurde dann alles auf einen großen Haufen gerührt und gezogen. Ich sage mal, es war wie ein Lotteriegewinn. Wenn der Kunde dann Anfang Januar Bescheid bekam, dass er vielleicht nach Bulgarien fahren darf. Als Kneiper hatte man überall Beziehungen. Irgendwann hast du als Gast mal jemanden, der ein Reisebüro führt, das kriegt man ja mit.
Und der war dann besonders gut behandelt, kriegt einen schönen Tisch und ein paar Schmeckerschen. Und dann fragt man, du, hast du mal bei Gelegenheit mal was für mich? So. Wenn ich jetzt eine Mehrtagesfahrt in die Hohe Tatra zum Beispiel hatte, na, da war die Nachfrage natürlich besonders hoch. Und dann hat man schon mal im guten Bekannten einen Platz verschafft oder so. Ne? Das war so. Oder wenn ich mal von jemandem was Besonderes brauchte, dann hat er eben dann auch mal mit drin gestanden. Als Reiseleiter musste man vor allen Dingen aufpassen, dass alles ordnungsgemäß verlief, dass auch alle Leistungen kamen, die die Touristen bezahlt hatten. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können, Reiseleiter zu sein, weil ich wusste, dass diese Reiseleiter ja in der Regel noch andere Aufträge zu erledigen hatten, und zwar Berichte zu verfassen an eine bestimmte Stelle. Das war so. Also wer Reiseleiter war, hatte auch die Verpflichtung, irgendwelche Informationen weiterzuleiten. Es war natürlich ein heikles politisches Problem, weil manch einer liebäugelte mit der Idee, da sagen wir mal, über die bulgarisch-griechische Grenze den Sprung zu wagen. Und da wollte man im Vorfeld schon ein Auge drauf haben. Und deswegen hatten diese Reiseleiter den Ruf, für die Stasi zu arbeiten. Also ich wüsste es nicht. Denn im Laufe der Zeit wäre eine solche Frage ja auch an mich mal herangetragen worden, aber das gab es nicht. Denn Sie müssen sich vorstellen, eine Gruppe bestand bis zu 40 Leuten. Und wenn die Reise zu Ende ist, dann haben Sie gerade das so geschafft, dass Sie alle 40 Leute mit Namen kennen. Du wurdest begleitet, du wurdest bespitzelt. Wenn die gewusst haben, da ist jemand aus kirchlichen Kreisen, da haben die ganz bewusst noch andere dazugestellt in der Gruppe, um das zu überwachen. Ich bin immer in die Sowjetunion gefahren als Transit. Ich hätte in kürzester Zeit das Land durcheilen müssen, auf knappstem Wege. Ich habe es gerade umgekehrt gemacht. Ich habe eine Woche in der Mongolei zugebracht und 3 Wochen in der Sowjetunion. Da standen mir plötzlich russische Schimpfwörter zur Verfügung, die ich gar nicht wieder wusste. Und da habe ich gesagt, was soll ich denn von der deutsch-sowjetischen Freundschaft zu Hause erzählen? Was soll ich für eine Reklame machen? Und da haben sie groß geguckt. Dann waren sie schlagartig freundlich. Also verzeihen Sie bitte, machen Sie gute Reklame, wir bringen Sie gleich in Ihr Hotel. Oh, einmal waren wir in Ungarn, das war ja was. Da haben wir eine Reise nach Ungarn bekommen, da musste ich sogar von der Schule freigestellt werden, denn die Reise gab es nun nicht in den Sommerferien irgendwie vorher mal. Mein Gott, da war ich stolz. Und auf diesen Märkten dort konnte man auch andere Sachen kaufen. Auf jeden Fall gab es da Westcola. Wir haben auf Parkbänken geschlafen, uns irgendwo ein Zelt aufgebaut, weil jeder Pfennig gespart werden musste. Der Teebeutel wurde 2-mal genommen, um zu sparen, weil wir wollten ja unbedingt Schallplatten und eine Jeans und ein Kleid mit nach Hause nehmen. Kling, klang, du und ich, die Straßen entlang. Die Gleichaltrigen waren ähnlich drauf. Wir haben die gleiche Musik gehört, wir hatten ähnliche Bedürfnisse, was die Klamotten, was die Mode anging. Und gerade aus dem Grunde gab es ja überhaupt keine Berührungsängste. Also am Strand, da waren wir sowieso alle gleich los, dass die Jungs aus dem Osten, die hatten halt die damals berühmten Dreiecksbadehosen, das gab es im Westen nicht.
Aber spätestens, als wir dann im Wasser waren, da waren wir alle gleich. Ne? Da hat man dann keinen angesehen, kam er jetzt aus Bayern oder kam er aus der DDR. Wie lange ist das jetzt her? Das sind rund 40 Jahre, ganz genau. 1974 war das. Auf einmal rannte einer los, das war der Rolf, und der brachte uns dann irgendwie Rotwein. Und, oh, toll, finden wir toll. Ja. Oh, ja, ich bin der Rolf. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Wir haben dann da Demos gesehen, und wenn die keinen Stuhl haben, wir waren Gastronomen, dann haben wir eben einen Stuhl geholt. Setzt euch mit dran. Die waren so reizend und haben uns da die Plätze besorgt und den Rotwein besorgt. Und dann haben wir uns eingetrunken und das war ganz lustig und fröhlich. Und auch die ersten Tretboote. Was uns in Bulgarien störte, das war einmal der Empfang durch die Bulgaren am Flughafen schon. Da stand eine Reihe mit MP im Anschlag, als wir ausstiegen. Und da mussten wir dann bei der glühenden Sonne mit den drei Kindern mussten wir weit über eine Stunde warten, bis wir abgefertigt wurden. Und da haben wir also ein paar Tage erst mit zu tun gehabt. Umso schöner war es dann, nachdem wir euch kennengelernt hatten, habt ihr uns eingeladen, bei euch am Zelt zu essen. Ihr habt dann selbst gekocht und das war natürlich ein tolles Erlebnis. In unseren Bereichen gab es gar keine DDR-Bürger, die konnten ja diese Hotels gar nicht sich leisten. Wir hatten ja nicht das Privileg, im Hotel zu wohnen wie ihr und da zu essen, sondern wir haben ja immer selbst gekocht und hatten alles mitgebracht. Aber es hat uns sehr gut bei uns geschmeckt, ja. Ja. Es war einfach auch dieser Austausch Ost zu West. Wir haben von Ihnen gelernt, Sie haben von uns gelernt. Es war wirklich interessant, mit euch da im Urlaub zusammen zu sein. Ihr habt uns Sachen erzählt. Also das war eigentlich das Highlight des Urlaubs. Da sind meine Eltern wirklich weit vorn gewesen. Die meinten, irgendwas von der Welt sehen und das wäre ja feine Sache. Und ich habe Urlaube mit meinen Eltern in Erinnerung, eigentlich nur mit dem 2CV durch die Weltgeschichte zu donnern. Und das war eine tolle, abenteuerliche Sache, weil damals hatte die Ente auch noch so das Image eines Outsiders. Wir sind bis fast zum Persischen Golf gekommen. Und das Ganze mit Zelten und mit so einem billigen Kleinwagen. Das war verdammt beschwerlich, würde ich sagen. Also Vater war der Einzige mit einem Führerschein. Und das heißt, das war dann nonstop Bleifuß. Und wenn man in abgelegeneren Gegenden gewesen ist, wie nachher Kurdistan, also dann waren es nur noch Schotterstraßen mit endlosen Lkw-Konvois. Und es war absolut rädernd. Also mir hat das einen Mord Spaß gemacht. Aber ich glaube, meine Mutter hätte das lieber ein bisschen einfacher und so gehabt. Indien war unser Ziel und dann haben wir natürlich gedacht, wenn wir schon nach Indien fahren, dann können wir auch nach Nepal und nach Sri Lanka. Und dann hieß es ja, ihr seid bekloppt oder so. Das war ein Gang und Gäbe, das wir zu hören kriegten, auch von Geschwistern und so.
Ja, und dann haben die aber gemerkt, dass sie uns nicht abbringen konnten davon. Und dann, als ich dann eingestiegen bin, dann hieß, meine Mutter hat dann zu meinem Mann gesagt, bring mir ja die Brunhilde wieder mit nach Hause. Mein Mann musste durch den losen Sand am Strand auf zwei Bohlen fahren. Und diese Bohlen führten zu zwei Holzkähnen, die zusammengebunden waren. Und dann kam ein kleines Motorboot davor und dann wurde der Bus dann rausgezogen zum Schiff. Und der wurde dann mit dem Ladebaum auf das Schiff gehoben. Immer, wenn ich Zeit hatte oder im Bett gelegen habe als Kind, als Schüler, ich habe sehr viel Atlas gelesen und geguckt und mich so weggeträumt. Gerade dieses Erlebnis, dass da plötzlich diese Mauer stand und so weiter und auch zwischen meiner Reisefreudigkeit, die musste ich ja versuchen dann irgendwo zu kompensieren. Und da hat sich eigentlich auch so eine Sehnsucht nach der Ferne aufgebaut. Dass Deutschland wieder vereinigt ist, das ist ein ganz großes Glück. Aber nicht nur Glück, sondern das haben wir uns auch erarbeitet. Und ich bin froh und dankbar, dass ich da mit dabei sein durfte und dass ich einen ganz kleinen Beitrag auch mitgeleistet habe. Ich glaube, das ist schon ein riesen Vorteil, wenn man sein Leben in einem Land gestalten darf, wo man einfach diese Freiheiten genießen kann. Obwohl ich viele Dinge vermisst habe, Herrgott, wenn man einigermaßen Moral behält, gute Freunde hat, kann man sagen, als Fazit hat man doch gut gelebt. Wenn man 35 Jahre in einer geschlossenen und am Ende ihres Wegs perspektivlosen Gesellschaft gelebt hat, dann nimmt man manches an Mühen in dieser offenen Gesellschaft hin und sagt, so ist es halt, aber in der Summe 100-mal besser.